Hallo und herzlich willkommen zu Sam Andi erklärt die Welt und den Garten hier in meinem kleinen Samenladen in der Frankfurter Innenstadt. Seid mir gegrüßt. Man soll es kaum glauben, aber der Herbst ist wieder da. Das bedeutet natürlich auch, dass die ganzen Blumenzwiebel gekommen sind. Tulpen, Narzissen, Schneeglöckchen, Krokusse, alles ist da und alles kann natürlich käuflich bei mir im Laden erworben werden. Heute zeige ich euch ein wenig, wie man einen schönen Blumenzwiebeltopf selbst anlegt. Ich nehme dazu einen durchsichtigen Topf, damit ihr das gut sehen könnt. Das Ganze wird lagenweise aufgeschichtet, das heißt die größten Blumenzwiebel kommen zu unterst, dann mittlere und dann kleine oben drauf und alles soll möglichst gleichzeitig aus einem Topf blühen und schön aussehen. Lasst euch überraschen. So, ich habe mal ein paar schöne Tulpen, Narzissen und so ein paar Märzenbecher rausgesucht. Ein bisschen was Besonderes, ein bisschen was Abgefahrenes. Ich zeige euch mal kurz die Tulpenzwiebel. Ich erkläre euch mal, was da los ist. Diese Tulpe wird also so tief eingesetzt, dass genauso viel Erde drüber ist, wie sie selber hoch ist. Also wird sie so tief unter die Erde gesetzt. Die Narzisse ist ein bisschen kleiner, die kommt eine Schicht weiter oben hin. Und der Märzenbecher, der kommt in die oberste Lage. Also füllen wir den Topf jetzt erstmal mit Erde auf. Bis zu einem Zeitpunkt. So, wo wir sagen können, okay, jetzt kommen die Tulpen rein. Auf diese Topfgröße würde ich maximal 4-5 Tulpen nehmen. Sonst wird der Topf zu voll. So, jetzt kommt eine Lage Erde drauf. Andrücken. Jetzt die kleinen Narzisschen, das sind botanische Narzissen, die werden ganz, ganz niedrig. Die stehen ein bisschen unter den Tulpen. Auch die Zwiebeln sind dementsprechend kleiner. Die kommen also in die nächste Lage. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder eine kleine Schicht Erde. Und in die oberste Lage die kleinen Leucojungs. Hier kann man ein bisschen mehr nehmen. Das sieht dann ein bisschen lustiger aus und entspannter. Man kann versuchen, immer so die Zwischenräume zu erwischen. Zwischen Narzissen und Tulpen, das spürt man ganz gut. So. Und jetzt die restliche Erde drauf. So. Diesen Topf müsst ihr unbedingt draußen lassen. Alle Tulpenzwiebeln benötigen die Kälte, beziehungsweise hier in Frankfurt gibt es ja keinen richtigen Frost mehr, aber die müssen trotzdem relativ kühl stehen. Das löst den Blühreiz aus. Ohne das geht es leider nicht. Aber, und das ist jetzt noch was, wenn die Tulpenzwiebeln und auch die anderen Blumenzwiebeln im Topf sitzen, ersaufen die sehr leicht. Das heißt, ihr gießt das Ganze jetzt einmal kräftig durch, lasst es aber nicht im Regen stehen. Wenn sich da Wasser drin staut und es nicht gut abfließen kann, dann ersaufen die und verfaulen ganz, ganz schnell. Deswegen am besten leicht überdacht hinstellen, so einen Tulpentopf, und ab und zu mal gießen. Ne? Also, wenn das ein großer Topf ist, geht's, aber je kleiner der Topf, desto schwieriger ist das Ganze. So, das fängt an zu blühen im März ungefähr. Dann kommen die, also mit dem Märzenbecher und mit den kleinen Narzisschen, und im April kommen dann die Tulpen hinterher, sodass ihr im Prinzip im ganzen Frühling einen schönen blühenden Topf habt. Ja, jetzt zeige ich euch im Anschluss noch ein paar von den schönsten Tulpenzwiebeln und Beipack- und Wildblumenzwiebeln, die ich so im Angebot habe. Lasst euch überraschen. Jede Menge Schneeglöckchen hier, meine super beliebten Pushkinien, die mit den schönen blauen Streifchen drauf. Anemonen, Zierlauch, Krokusse. Oh, hier, ganz toll. Die Schachbrettblume, total beliebt. Krokusse,
Hier habe ich wunderschöne Skillas, Glockenskillas. Der Winterling. Das ist auch was Abgefahrenes. Das ist ein bulgarischer Zierlauch. Der schmeckt nach Chili, wenn man ihn isst. Total geil. Der ist tatsächlich essbar. Hier drüben habe ich noch Tulpen, Kaiserkronen. Hyazinthen in allen Farben des Regenbogens. Narzissen, die abgefahrensten Formen dabei. Gefüllte Narzissen. Gemischte Narzissen. Dichte Narzissen. Und hier vorne meine riesige Tulpenwand. Auch hier hat der Regenbogen sich ausgetobt. Wir haben die kleinsten Wildtulpen dabei. Und natürlich auch die größten lilienblütigen Tulpen mit 60 cm Höhe, die alles toppen. Aber auch Spinnentulpen. Gefüllte, geflammte, gefüllte, gefranste, Bukettblütige. Alles, was das Herz begehrt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das Video meine ich, auch der Tipp, den ich gegeben habe, die Tipps, die ich gegeben habe. Leider ist es so, dass seit 4 Monaten hier im Laden fast kein Betrieb mehr ist. Dass wir hier alleine stehen und nicht wissen, wie lange wir das hier noch durchziehen können. Ohne dass wir den Habeck machen müssen und sagen, wir sind zwar nicht pleite, aber wir haben auch kein Geld mehr. Genau. Schaut vorbei, besucht uns, redet mit uns, helft uns. Nein, habt eine schöne Zeit, gebt auf euch Acht. Bleibt gesund. Bis dann.